So, nun steht es also 2-2 unentschieden. Also nach all dem, was wir gehört haben von den finalen vier Monstern, ist doch eigentlich irgendwie eine Enttäuschung. Am Anfang klang es so, als ob sie vom Himmel gesandt auf die Erde gleiteten, um es mit den Normalsterblichen in ihrer Göttlichkeit aufzunehmen, weil sie sich doch noch dazu erbarmen. Aber jetzt stellt sich heraus, das sind einfach nur irgendwelche Popelsmonster, die nicht unter Wario stehen, sondern auf einer Ebene mit ihm, weil er auch noch das letzte Monster ist. Aber wie auch immer, ich habe hier ein kleines Problem. Mein Analogstick ist ein bisschen ausgeleiert. Dann spiele ich jetzt mit dem Steuerkreuz weiter. Ich hoffe, das klappt soweit. Ich muss mich erst ein bisschen umgewöhnen. Ausflüchte! Du hast realisiert, du kannst nichts gegen mich gewinnen. Also erfindest du diesen Lügenkomplex, um dich zu rechtfertigen, was natürlich nicht klappt. Trivialerweise. Ach. Denkst du wirklich, du kannst mich besiegen? Verdammt, das kommt so schnell da reingeflogen. Nicht schnell, du bist einfach nur zu langsam. Denkst du wirklich, du kannst noch was bewirken? Eine Monsterreihe hält ein Mann meines Formates nicht auf, genauso wenig wie zwei Reihen. Das ist Kinderkram. Guck, wie ich pariere. Lächerlich. Guck mal, wie wenig Monster ich hier nur noch habe. Du wirst mich niemals besiegen. Mit so popligem Können. Ha, siehe, ich habe nur noch ein Monster und ich habe beide Diamanten. Erzittere vor meiner Macht. Pff, mit der roten Bombe sieht das so aus, als ob du eine Clownsnase hättest. Weißt du was, dieser Sieg war so trivial für mich, das freut mich noch nicht mal. Und lass dich nicht von meiner Gestik beirren, das ist meine Morgengymnastik. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, siehst du. Ich meine, du hast mich ja überhaupt nicht herausgefordert, dann muss ich ja irgendwas machen, um meinen Körper doch noch ein bisschen in Wallung zu bringen. Kommst dir wahrscheinlich ganz toll vor, auch wie du hier der Einzige bist, dessen Name komplett in Großbuchstaben geschrieben ist. Willst du wissen, warum? Wie war das? Ich bin auf einem total verschiedenen Level verglichen mit all den vorausgegangenen jämmerlichen Herausforderungen. Ich bin bereit für jede deiner jämmerlichen Taktiken, die ich durchschaue, bevor du sie auch nur erdacht hast. Sollst du irgendwie bedrohlich wirken? Genau wie all die Gegner davor, ihr seid so klein und jämmerlich. Nee, ich meine, du bist... Ohne die Mütze bist du noch nicht mal größer. Wenn du willst, dass ich meine Mütze abnehme, so nehme bitte auch die deinige ab. Dann bin ich nämlich sehr wohl größer. Das ist doch keine Mütze. Natürlich ist das eine Mütze. Weißt du, wie oft du die schon abgenommen hast?
Okay, kann ich hier noch irgendwas erreichen? Trivial! Nein! Das war mal wieder ein Zeugnis deiner Unterlegenheit. Sieh es ein. Ich bin... Nein, du... Nenn mir irgendeine Art und Weise, wie du dich zum Beispiel von deinem direkten Vorgänger, dem Hasen, da unterscheidest. Nenn mir irgendeinen Unterschied. Ihr habt die gleichen Monster-Sets und ihr habt die gleichen Taktiken. Das ist nicht wahr. Ich verhalte mich komplett anders. Schau! Ich habe nicht nur meine Monster besiegt. Ich habe auch noch dich angegriffen. Das so souverän hat das keiner meiner Vorgänger machen können. Und dein Rumgestümperer wird dich nicht vor deiner Niederlage bewahren. Sieh doch ein, ich habe einfach schon gewonnen, bevor ich überhaupt etwas habe tun müssen. Guck mal! Ich bin doch einfach nur besser als alles, was dir bisher begegnet ist. Rette dich nicht. Denkst du, ich, der große Wario, kann nicht mit so einem primitiven Trick fertig werden? Okay, ich muss doch mal wieder langsam irgendwas hier zustande kriegen. Lächerlich. Ich habe gewonnen. Schau. Da kann ich doch sofort einen Diamanten draus machen, du Stümper. So, erstmal ein kleines Frühstücksei. Gib auf, ich habe gewonnen. Wie nicht anders erwarten war. Boah, mach einfach mal deine Futterluke zu. Und überhaupt, wieso hast du eigentlich Elfenohren? Du bist einfach nur... genetische Missbildung. Auf jeden Fall, du hast die Ohren, die ich bei dem vermisst hätte, der stattdessen lieber zu seinem eigenen Vulkan eine Nase hätte haben sollen. Siehst du, das ist Können! Weiße Bombe. Warum sollte er? Jetzt kriegst du weiße Monster. Und da kommt's. Was interessiert es dich? Ich habe doch einfach gewonnen.
weißt du was? Da dieser Teil jetzt zu Ende ist, lass uns doch einfach hier mal gleich frisch in die nächste Folge starten. Jetzt laberst du im Delirium. Ha 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 ha. Ersticke unter meiner geballten Macht. Ah. Sowas Blödes.